Hasen kennt man als scheue und flauschige Tiere, die man gerne streichelt. Doch wenn es um das Leben des eigenen Nachwuchses geht, können die Nager richtig aggressiv werden. Als das Muttertier den Eindringling bemerkt, kommt es zum Kampf. Hör einfach auf. Hasenkacke! So, dann wollen wir mal die zweite Mission. Mit Energy! Kann losgehen? Ja. Jo. Muss ich jetzt landen? Ja, wir können direkt den Fliegentod-City Wege. Bubub, Vena ist ja nicht groß. Quizfrage an alle Schlauberger. In wie vielen Story-Missionen muss man nicht auf einem Planeten landen? Ich weiß es selber nicht. Ich dachte, es kommt sowas wie, mit was knippelt man Schlangen? Achso, fliegen wir nicht hin, Leute, ihr fliegt einfach los. Für alle, die den Insider erfahren wollen, müssen mich nur anschreiben. Sag mal irgendwie, ach hier ist das riesiges Mantis-Ei. Ja, wir fliegen alle falsch, ne, aber naja, okay. Ja, dann fliegen wir jetzt halt falsch, ist mir jetzt auch egal, ich will fliegen. Kevin, zieh die Liste auf, da hast du was, da steht riesiges Mantis-Ei und da müssen wir hin. Wenn wir Glück haben, steht erst vor der Erntestelle. Das ist mir jetzt egal, ja, ich fliege jetzt hier den Weg lang, der Weg ist so schön. Ich fliege jetzt hier lang. Oh, guck mal, da ist ein Blümchen, da sind Gebäude, der Boden ist hier so schön blau, Kevin, viel blauer als bei euch. Was ist Stefan? Wenn wir Glück haben, ist bei der Erntestelle, hab ich gesagt. Die Vögel zwitscher, welche Vögel. Das sieht aber auch wirklich so aus, als wäre das bei der Erntestelle. Alter, diese verrückten Viecher, ne? Hast du eine Ziere? Stefan, das war ein böses Wort. 10.000 in die Kryonit-Clan-Kasse. Ich hab hier letztens 10.000 gemeint. Ja, das ist echt bei den Erntern, ne? Das wäre echt optimal, wenn das da wäre. Das ist hier vorne. Jetzt war's weg. Riesiges Mantis-Ei besteht aus Zitin und einer Speziallegierung. Scheint, als ob sich dort drin etwas Goldenes bewegt. Pünchi. Kann sich in einem Ei was Goldenes bewegen? Vielleicht da ist doch keine Goldschlange drin, oder? Eine goldene Anaconda. Der kann es am besten knüppeln. Steht was gut für das Ding. Black, erklärst du gleich, wie es geht? Ja, ich erklär's. Draufschießen, würde ich sagen. Nein. Ach komm, draufschießen. Komm, draufschießen hat bis jetzt immer geholfen, egal bei was. Egal, jetzt erstmal den. Oh, ich bin gestunt. Erstmal mir helfen, schnellstens. Alle weiter weg, genau. Ja, wir müssen erst Mutti-Häschen. Ja, töten. Wir müssen doch. Erst Mutti-Häschen und dann den großen Grün. Nein, eben nicht. Doch, der Mutti-Häschen heilt doch, glaube ich, alle. War das nicht letztes der Jahr? Der mittlere. So? Ja, der mittlere. Was ja, war der mittlere? So meinst du das? Ja, dann das Mutti-Häschen. Ja. Hier mal den scheiß Zerstörer mitfangen. Gut, trächtiger Mentes-Hase. Ja, genau, den auch. Der trächtige, ja. Schön, oh, ich muss mal weg, ich hab keinen. Ach komm, ich hab mal Obsidian. Ich hab keinen. Ich kann nix, Alter. Ich töte den jetzt hier instant hier. Komm her. Instant Hasenrappen. Ich hab geguckt. Genau. Oh, das ist doch ein junger Mentos-Hase. Oh, wie süß. Der wird geheilt, lol. Jetzt den alten Sack. Den alten Sackhasen. Es scheint. Presse Kevin. Ach man, oh. Erstmal Türen. Nee, hab ich nicht. Ich habe jetzt das Bedürfnis, das vorzulesen.
Er scheint, als ob er gefährlich ist. Er wird dich wahrscheinlich stark beschädigen. Alter! Wenn du versuchst, den trächtigen Hasen zu berühren. Ich höre nicht auf. Mann, Alter! Die Scheiße geht einem tierisch auf den Sack. Ja, dann muss Kevin mal aufhören. Der muss weg mal aufhören. Ja, vielleicht hätte man gucken müssen wegen Tierrepp, Mann. Komm raus aus dem Buffkreis und erstmal die Wellen klatschen. Danach weiter aufs. Ah, jetzt schon raus ins Buffkreis. Kevin. Ist dann die ja, Fische. Mutti. Stefan, komm her, ich hab mich jetzt hier. Wann gibt's ein Essen, Mutti? Keine Ahnung. Morgen. Fuck, ich komm nicht an. Warum spawnen die denn bei mir? Raus, Kevin, raus! Spawnen die denn bei dir? Keine Ahnung. Oh. Ey, die lassen gut Kryonit fallen, ne? Geht raus. Oh, das ist mir jetzt scheißegal, ob ich raus soll oder nicht. Ich sammle erst das Kavi ein. Raus. Lol. Stefan wurde gestammt. Diese Lache. Nee. Raus. Die one-hit dich. Okay, doch nicht. Geht aber echt schneller hier. Irgendwie geht's ja am schnellsten. Anderen System wollen sie auch die Hasen selbst eben nicht. Ja, wir haben ja auch zwei Obsidiane. Raus. Jetzt bei dir ein Obi da drauf setzen. Oder auch nicht. Doch, ich hab auch ein Obi. Hat er. Ja. Ey, das hatte ich auch vor. Da ist noch einer, Lukas. Echt mal, Bell. Habt ihr doch schon, oder? Mach die Mission anständig. Ich mach erst mal was richtig Sinnvolles. Achtung. Oh, gestunt. Habt ihr gesehen, mein Stunt war kritisch. Du bist auch kritisch. Ich bin richtig kritisch. Oh, Gravi. Black, jetzt gehst du mal von meinem Gravi runter. Raus. Scheiße, hier nicht stehen bleiben müssen. Die Herrschen sind da. Es werden ja immer mehr. Ja, nee. Wo ist denn der Mike? Da hinten ist der Mike. Hör auf, kaputt zu gehen. Du kleiner Kacknuf. So, jetzt ist doch das Scheiß-Vieh. Egal ob du was gewonnen oder nicht. Kommt nichts mehr. Sehen wir es kaputt. Oh mein Gott, ein Phoenix-Schock. Alter, was für ein großes Büffel das System so. Glückwunsch, Stefan. Ich gratuliere dir. Danke. Ich gratuliere dir aus tiefstem Herzen. Wir müssen das jetzt nochmal machen. Was nochmal? Alter, echt jetzt? Ja. Ja. Ich muss erstmal tanken. Tanken. Ja, und danach hat Stefan auch alle Schiffe, ne? Jo. Also ich fand's lustig. Dann müssen wir die nur noch alle für Lumberjack machen. Was? Emini hat er fertig und den Rest brauche ich glaube ich noch. Yippie. Ja, ja, den können wir aber auch zu zweit oder zu dritt machen, die anderen. Schlusswort von Stefan. Was das? Alles klar, mit diesen Worten ab in den Orbit. Bin ich schon. Das waren die Röpsoloiden. Genau, bevor ich ausmache, Mike. Von welchem Planeten kommen die Röpsoloiden? Genau! Can you spread the... Hör auf. I give you my heart. My heart is thing ever I come on your mouth. Was? Und das habe ich jetzt auch genommen, Mike. Christmas! I come to your heart!
Bitte schön. I cock you in your heart. Okay. So, damit entschlafen wir jetzt alle Schiffe. Danke. Yeah. Für uns andere drei und die sagt Stefan, dass das Event total sinnlos ist, oder? Glückwunsch, Stefan. Dankeschön. Fire burn into the night.